Gerade Theresia Besendorfer, eine so couragierte, mutige Frau, soll uns ein Vorbild sein, auch für heute. Und das macht auch diese Sichtbarmachung im öffentlichen Raum deutlich. Wie können Frauen um ihr Tun und ihre positive Wirksamkeit für die Stadt Bad Ischl besser sichtbar gemacht werden? Mit dieser Frage hat sich 2023 eine Historiker- und Historikerinnenkommission auseinandergesetzt und Empfehlungen für die Benennung von Straßen und Plätzen abgegeben. Im Zentrum dieser Recherche standen Frauen, die ihren Lebensmittelpunkt in Bad Ischl hatten und aufgrund unterschiedlicher Aspekte Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes wurden oder im Widerstand waren. Eine dieser Frauen war Theresia Besendorfer. Nach ihr wird nun ein Platz im Kurpark Bad Ischl benannt. Also mir ist das erste Mal aufgefallen,